Das Gelübde. Kriminalhörspiel von Henry Sleaser. Funkbearbeitung Erwin Neuner. You know, I had a whole picture of how you'd react when I told you about this trip. This isn't it. Sorry. Tax season strikes again. Yeah? Hier ist Mr. Lindrow von Zimmer 406. Ich möchte ein Ferngespräch anmelden. Paul Manson in Port Allen, New York. Haben Sie die Nummer, Mr. Lenno? Richfield 500. Sofort, Mr. Lenno. Ja, Manson? Paul, ich bin's. Harvey? Bist du das wirklich? Ja, Paul. Ich dachte schon, dich hätte der Erdboden verschluckt oder sowas. Wo steckst du denn? In der Stadt. In der Stadt? Ja, als alles vorbei war, konnte ich einfach nicht mehr länger da rumhängen, Paul. Und ich habe mir gedacht, wenn ich mich ganz allein auf und davon mache... Ja, sicher, das verstehe ich. Wo bist du jetzt? In einem Hotel, das Grange heißt, in der 23. Straße. Ist nicht gerade das Waldorf. Hör mal, Paul, falls du... Ja? Falls du vorhaben solltest, in den nächsten Tagen in die Stadt zu kommen... Könntest du dann bei mir vorbeikommen? Ja, das mache ich, Harvey. Ich wollte heute Nachmittag sowieso reinfahren. Ich habe was am Bezirksgericht zu tun, eine Eigentumsübertragung. Und wenn wir gerade beim Thema sind, Harvey, es stehen noch ein paar geschäftliche Dinge an. Über die könnten wir uns dann auch gleich unterhalten. Nein, darüber möchte ich nicht sprechen. Nicht jetzt. Ich weiß, wie dir zumute ist, aber ich glaube, wir sollten es trotzdem tun. Dolores hatte eine Menge Kapitalanlagen auf ihren eigenen Namen. Und wenn du die Testamentsvollstreckung nicht verzögern willst... Die interessiert mich nicht. Jetzt nicht. Nicht bevor es vorbei ist. Aber es ist vorbei, Harvey. Ganz und gar vorbei. Nein! Es ist nicht vorbei! Nicht vor dem 19. Erst wenn er tot ist. Na schön, dann sprechen wir eben nicht drüber. Wie wär's heute Abend, nach 8? Gut, nach 8. Ich bin froh, dass du gekommen bist, Paul. Ich war drauf und dran, langsam durchzudrehen. Du siehst ja zum Fürchten aus. Ich weiß. Du solltest dich wenigstens rasieren. Du siehst aus wie ein Polarforscher. Ich war nicht ein einziges Mal draußen, seit ich hier eingezogen bin. Ich habe einfach hier gesessen und gewartet. Das war das Schlimmste, was du tun konntest. Ich habe gehofft, du würdest vernünftiger sein. Ich habe es versucht, Paul. Ich habe es versucht, aber... Kannst du mir sagen, wie ich Dolores und Sally aus meinem Gedächtnis streichen soll? Niemand wird das von dir verlangen, Harv. Und ich am allerwenigsten. Aber du musst... Nein, Paul, ich kann es einfach nicht glauben. Dass sie nicht mehr da sind. Ihre Augen. Ihre grünen Augen. Dass sie für immer geschlossen sein sollen. Hör auf, hör auf. Und Sally. Meine kleine, ernste Sally. Ich sehe noch, wie sie ihren Mund verzieht und die Stirn runzelt. Erwachsener als ihre Mutter. Aber abends beim
zu Bett gehen, da war sie immer ganz das kleine Mädchen, das über mein Schlaflied gelacht hat. Ist Sally wirklich tot, Paul? Er ist 4 Jahre alt und schon... Beruhige dich, Harf. Es hat keinen Sinn, sich so zu quälen. Ich habe versucht zu weinen, aber ich konnte nicht. Es ging einfach nicht. Ich musste immer an diesen Lorbe denken. Komisch. Nach deiner Schilderung hatte ich ihn mir ganz anders vorgestellt. Wieso anders? Naja, irgendein Tölpel hatte ich erwartet. Einen Schwachkopf ohne jede menschliche Regung. Und dann, vor Gericht, ein hochaufgeschossener junger Mann mit niedriger Stirn, glattem blondem Haar und ziemlich ausdruckslosen Augen. Mit einem Schmollmund. Fast wie Sally. Aber ja, stark und muskulös war er. Seine großen Hände, Paul. Bitte, Harf. Diese Hände. Du machst es dir doch nur schwer. Er hat Angst gehabt. Kein Bedauern. Nur Angst. Angst um sein eigenes erbärmliches Leben. Er hat sie umgebracht. Ermordet, aber er hat auf Gnade gehofft. Mein Gott, es kommt mir noch jetzt wie ein wirrer Traum vor. Kaum, dass ich mich an die Plädoyers erinnern kann. In der Zeitung habe ich sie später nachgelesen. Immer wieder, Paul. Ich hatte ja Zeit. Plötzlich. Ich kann sie fast auswendig. Willi Lorber betrat am Vormittag des 7. Februar unter dem Vorwand eines Botendienstes das Haus der Lenrows in Port Allen. Dort traf er die attraktive Mrs. Lenrow allein mit ihrem 4-jährigen Kind an und redete sich mit seinem schwachen Verstand ein, sie würde auf seine Annäherungsversuche eingehen. Doch er wurde abgewiesen. Wut entbrannt wirkte und tötete er daraufhin Mrs. Lenrow. Als das Kind beim Anblick seiner brutalen Tat vor Angst zu schreien anfing, griff er nach einem Küchenmesser und tötet auch das Kind. Erinnerst du dich? Das war Briggs, der Ankläger. Ich weiß, Harvey. Ich war die ganze Zeit im Gerichtssaal. Briggs bestand darauf, dass es eine rohe, vorsätzlich begangene Mordtat war und nicht, wie der Verteidiger behauptete, die Folge von Missverständnissen, Angst und blinden Entsetzen eines geistig schwerfälligen Jungen. Dann floh Lorber aus dem Haus und fuhr mit einem Nachmittagszug in die Stadt. Hör zu, Harvey. Du bist durch die Hölle gegangen. Ich weiß, dass es mir nicht zusteht, dir gute Ratschläge zu geben, aber du musst eine Entscheidung treffen. Du kannst dir dein Leben von all dem kaputt machen lassen oder du kannst versuchen, darüber hinwegzukommen. Als wir vor ein paar Wochen in Port Allen miteinander gesprochen haben, da hast du dich doch ganz vernünftig angehört. Da hast du geglaubt, du würdest damit fertig werden, aber dann verlässt du auf einmal dein Zuhause und vergräbst dich in dieser Absteige. Ich konnte nicht mehr in diesem Haus bleiben, Paul. Das verstehe ich ja. Ich bin dein Freund, Harvey. Und ich will ganz offen mit dir reden. Dieser Lorber, er hat alles zerstört, was du geliebt hast. Aber pass auf, dass er nicht ganz und gar den Sieg davonträgt. Harvey, mach dich nicht selbst zu seinem letzten Opfer. Ich werde es schon schaffen. Ich komme wieder ins Lot, Paul. Nach dem 19. Ja. Genau darauf will ich hinaus, Harf. Es wird keinen 19. geben. Was sagst du da? Es wird keinen 19. geben. Du tätest gut daran, dich jetzt gleich mit der Tatsache abzufinden. Es hat keinen Sinn mehr, die Tage und Stunden zu zählen. Du bist nicht ganz bei Trost. Lorber wird am 19. hingerichtet. Dieser Termin ist festgelegt worden. Ich weiß, Harf. Ja, was soll denn das Gerede? Ich bin nicht aus dem Grund in die Stadt gekommen, den ich dir genannt habe, sondern weil ich mit ein paar Freunden reden wollte, mit Vertrauten des Gouverneurs. Ich habe neulich ein Gerücht aufgeschnappt und wollte es genau wissen. Was für ein Gerücht? Über Lorbers Gnadengesuch. Was?
Der Gouverneur hat ihm mit Rücksicht auf Lovers beschränkten Verstand stattgegeben. Sie wandeln das Todesurteil in lebenslänglich um. Was? Reg dich nicht auf. Ich weiß, dass dich diese Nachricht hart trifft, aber das Argument musst du doch einsehen. Du hast doch selbst... Mag ja sein, dass der Junge nicht gerade schwachsinnig ist, aber er hat einfach nicht die geistigen Fähigkeiten. Das können Sie nicht tun. Das dürfen Sie nicht. Er hat sie umgebracht. Kaltblütig ermordet. Dolores und Sally. Harvey, beruhige dich. Lebenslänglich ist auch kein Vergnügen. Das sollte für dich keinen so großen Unterschied machen. Keinen großen Unterschied? Ja, glaubst du etwa, ich kann so weiterleben, Paul? Wenn Lover Quick lebendig ist? Wenn er herumläuft, sich unterhalten Harvey, kann und Witze Harvey, halten? Hör zu. Sag mir nicht, ich soll zuhören. Ich kann nicht atmen, solange er atmet, Paul. Ich kann meine Augen nicht aufmachen, solange seine noch offen sind. So, hilf mir doch, Paul. Solange er am Leben ist, werde ich nicht... Kann ich nicht... Harvey. Schon gut. Mein Entschluss steht fest. Harvey, ich möchte nicht, dass du eine Dummheit machst. Das habe ich nicht vor, Paul. Ich will etwas Vernünftiges tun. Ich werde Vidi Lorber töten. Red keinen Unsinn. Das ist das Einzige, was ich jetzt machen kann, Paul. Ich muss diese Bestie umbringen oder ich muss meinem eigenen Leben ein Ende setzen. Es muss sein. Du kannst mir helfen, Paul, aber ob du mir hilfst oder nicht, ich werde es tun. Harvey, du bist... Das ist der Schock. Das kannst du als Gelübde betrachten, Paul. Diese Bestie darf nicht weiterleben. Es bleibt beim 19. Ich schwör's dir. Der Mann ist im Gefängnis, oben in Peakstown. Du kommst nicht einmal in seine Nähe, selbst wenn du das wolltest. Es muss eine Möglichkeit geben. Es sind eine Menge Dinge möglich, Paul, das weißt du. Man braucht nur den festen Willen dazu und das nötige Geld. Ich habe beides. Es wäre gut, wenn wir erstmal deine Testamentssache klären, Harvey. Ja, aber sicher. Sicher, Paul. Das klären wir. Das ist das erste vernünftige Wort, das ich heute Abend von dir gehört habe. Ich werde das Geld brauchen. Was ich vorhabe, könnte teuer werden. Du redest Unsinn, Harvey. Ich kann zwar gut verstehen, wie dir zumute ist, aber du redest dummes Zeug. Selbst wenn du das, was du androhst, wirklich tun wolltest, wüsstest du gar nicht, wo du ansetzen solltest. Du hast noch nie mit solchen Dingen etwas zu tun gehabt. Nein, ich nicht. Aber du, oder? Ich weiß nicht, was du meinst. Du warst doch mal Strafverteidiger. Du kennst Leute. Du könntest mir helfen, wenn du wolltest. Nee, tut mir leid, Harvey. Du sagst, du bist mein Freund. Jetzt kannst du es beweisen, Paul. Hilf mir, diese Bestie umzubringen. Das beweist doch nicht meine Freundschaft. Mir schon. Ich fordere sein Leben um Dolores und Sallys Willen und um meinetwillen. Die Entscheidung liegt jetzt bei dir, Paul. Wessen Leben willst du retten? Das von Lorber oder meines? Das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe. Du kannst doch nicht im Ernst sagen wollen, dass du dir das Leben nimmst, wenn ich dir genau nicht helfe. Genau das will ich damit sagen. Du bringst mich in eine furchtbare Lage auf. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß es wirklich nicht. Ah, Harvey, da bist du ja. Komm, setz dich. So, dann darf dir mal Mr. Joe Lotz vorstellen. Mr. Lenro? Guten Tag. Ja, ich habe Mr. Lotz eben von dir erzählt. Mr. Lotz war vor ein paar Jahren mal mein Klient, als ich noch meine Praxis in der Stadt hatte. Und Mr. Lotz gehört diese Bar. Ja, schön. Jetzt zum Wesentlichen, Harvey. Mr. Lutz hat einen Bruder, Barney.
Leider hatte Barney seinerzeit nicht so viel Glück wie sein Bruder. Um die Wahrheit zu sagen, Barney hatte das Pech, für einen bewaffneten Raubüberfall 10 Jahre zu kriegen. Und die sitzt er jetzt gerade ab. In Peakstown. Das stimmt doch, Mr. Lutz. Ja, das stimmt, ja. Ich habe Barney nie kennengelernt, aber Mr. Lutz hat mir von ihm erzählt. Und der Beschreibung nach vermute ich, dass Barney ein Mann mit bemerkenswerten Fähigkeiten ist. Und was vielleicht noch wichtiger ist, Barney hat sich im Gefängnis viele Freunde gemacht. Ich übertreibe doch nicht, oder? Nein, Barney ist in Ordnung. Ja, und mehr als das. Er ist jetzt nämlich Kalfaktor. Nach 4 Jahren guter Führung genießt er das Vertrauen der Gefängnisbeamten. Mr. Lutz versichert mir, dass Barney ein Verhalten an den Tag legt, das man durchaus als gewieft bezeichnen könnte. So hat er das jedenfalls genannt. Komm zur Sache. Ja, das versuche ich ja gerade. Der Plan sieht schlichtweg so aus. Barney sitzt in Peakstown ein, wo man ihm vertraut. Und selbst wenn er in seinem Leben manche Fehler begangen hat, so kann er doch Kindermörder genauso wenig leiden wie wir. Es könnte sogar leicht dazu kommen, dass er diesen Willie Lorber zu hassen beginnt, und zwar so, dass er bereit wäre, seinen Hass auf sehr konkrete Weise zum Ausdruck zu bringen. Ja, aber von Freundschaftsdiensten ist hier nicht die Rede, Mr. Manson. Natürlich nicht. Schließlich birgt das, was wir vorhaben, ein gewisses Risiko. Es ist nur recht und billig, dass wir eine Belohnung aussetzen. Wir werden zahlen. Nennen Sie Ihren Preis. Komm. Überlass das mit dem Preis mir. Wir haben uns bereits darauf geeinigt, dass $30,000 vollauf genügen. Aber und natürlich weitere 10.000 als Sonderzulage, falls die Aufgabe vor Ablauf des Monats erledigt ist. Verdammt nochmal, ich will es klar und deutlich hören. Wird Ihr Bruder diesen Lorber umbringen? Ja, davon reden wir die ganze Zeit, oder etwa nicht? Barney bringt ihn um. Das wollen Sie doch. Ja, das will ich. Und ich will, dass es bald passiert. Bis zum 19., Mr. Lutz. Klar doch, Barney macht das schon. Barney ist in Ordnung. Du bist uns immer ein guter Freund gewesen, Paul, mir und Dolores. Ich habe noch nicht einmal dafür gedankt. Du weißt, dass du mir nicht zu danken brauchst. Packen wir die Sache an, bevor uns die Sentimentalität überkommt. Okay. Ach, übrigens, die Papiere wollte ich dir noch mitgeben. In der Aktentasche, ne? Mhm. Was ist denn das? Ein vollständiger Überblick über deine finanzielle Lage, einschließlich der letzten Rechnungen und Ausgaben für die Zeit. Nein, nicht jetzt, Paul. Ich bitte dich. Ich schaue das später durch. Ja, wie du willst. Aber in einem Punkt möchte ich auf Nummer sicher gehen. Wir müssen unbedingt etwas Bargeld von eurem gemeinsamen Konto locker machen für Joe Lutz. Ich habe das Gefühl, wir werden es sehr bald brauchen. Ja, hier, Lenro. Ja, Harvey, ich bin's. Na endlich, Paul. 3 Tage warte ich denn schon auf deinen... Hör mal zu, Harvey. Und richte ich mich auf. Oben in Peakstown ist was schiefgegangen. Was ist passiert? Ja, ich weiß nichts Offizielles. Alles nur Gerüchte. Unser Freund Barney hat versucht, seine Mission zu erfüllen. Und hat sie vermasselt. Und Lorber? Ist nicht tot. Zwar verletzt, aber nicht tot. Jemand hat ihm ein Messer zwischen die Rippen gestoßen, während er unter der Dusche stand. Er hat ihn allerdings nicht richtig getroffen. Verstehst du, er ist am Leben und wird durchkommen. Natürlich habe ich das verstanden. Du nicht gleich in Panik aus. Wir haben einen ganz bestimmten Job vereinbart und nur dafür zahlen wir. Das bedeutet bloß eine kleine Verzögerung, das alles. Wie lange wird es sich verzögern? Schwer zu sagen. Lorber ist jetzt im Gefängnishospital und da kommt man nicht so leicht an jemanden ran. Aber ich rufe Lutz an und frage ihn, was er dazu meint. Falls ich was erfahre, gebe ich dir Bescheid. Na gut, gib mir Bescheid. Schön, dass du es geschafft hast, Harv. Ich wäre selbst in die Stadt gekommen, aber... Ich fand selbst auch eine gute Idee, herzukommen. Es gibt da nämlich etwas, was ich mir von dir erklären lassen möchte. Ja, sicher, gerne. Es hat etwas mit Geld zu tun. Welches Geld?
Naja, ich konnte in der letzten Zeit nicht klar denken, das weißt du besser als ich, aber gestern habe ich mir mal die Papiere angesehen, die du mir gegeben hast, und da stimmt was nicht. Es geht um eine Abbuchung, die keinen Sinn ergibt, jedenfalls werde ich nicht schlau draus. Ich dachte mir, du könntest das vielleicht aufklären. Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Ich meine, dass mit den Zahlen etwas nicht stimmt. Auf dem gemeinsamen Konto fehlen 80.000 Dollar. Hör mal, ich weiß ja, es waren verschiedene Ausgaben und so, und ich bin dir dankbar für alles, was du getan hast, aber ich möchte doch gern wissen, wo dieses Geld geblieben ist. Traust du mir nicht? Ich möchte nur wissen, wo es geblieben ist. Du hast doch eben selbst gesagt, es waren verschiedene Ausgaben, vielleicht sind manche nie genau aufgeschlüsselt worden. Das ist nicht deine Art, Paul. Du hast immer pingelig jeden Cent aufgeschrieben. Weißt du noch, was du immer gesagt hast? Ich bin arm aufgewachsen und ich ehre jeden Dollar. Ja, es kann sein, dass ich ziemlich durcheinander war. Dolores hat mir auch viel bedeutet. Du weichst mir aus, Paul. Du redest Unsinn. Paul? Was soll denn das? Wo ist das Geld? Harvey, ich bitte dich, hör mir zu. Ich muss es wissen, Paul. Gibt es etwas, was du von mir verbirgst? Vielleicht sollte manches besser verborgen bleiben, Harvey. Nein, ich möchte alles erfahren. Weil ich die Gedanken nicht mag, die mir gekommen sind, Paul. Über dich. Wie meinst du das? Ich kenne dich. Ich kenne dein Verhältnis zum Geld. Du hast immer jeden beneidet, der Geld hatte. Du hast dich nie damit abfinden können, dass du auf der falschen Seite, im falschen Teil der Stadt geboren bist. Der am Hungertuch nagende junge Anwalt. Harvey. 10 Jahre. Ich meine, seit 10 Jahren kenne ich dich, Paul. Glaubst du etwa, dass du 10 Jahre lang deine Gefühle verbergen kannst? Aber sollte ich mich irren, was die 80.000 angeht, dann sag mir die Wahrheit. Einfach nur die Wahrheit. Ich wollte dir die Wahrheit ersparen. Was heißt das? Mir wäre lieber, du würdest glauben, ich sei ein Schurke und Schwindler und ich hätte dich betrogen. Deinen Kummer ausgenutzt. Hast du das nicht? Nein. Was ich getan habe, das habe ich für dich getan. Und für Dolores. Ich habe mir geschworen, du solltest nie was davon erfahren. Wovon denn? Von dem Geld? Was von dem Geld gekauft wurde. Es floss in die Tasche von High Blackthorn, dem Verteidiger. Er hat sich nicht sehr geziert. Er wusste ja, dass Lorber schuldig war. Du hast das Geld Lorbers Anwalt gegeben? Ja, so ist es, Harvey. Ja, aber warum? Lorber hatte doch gestanden. Seine Fingerabdrücke waren überall drauf. Die Blutflecken auf seiner Kleidung... Ich weiß, es ging auch nicht um seine Schuld. Mit dem Geld wurde etwas anderes gekauft. Ein Brief. Was für ein Brief? Ach. Ich hätte ihn sofort verbrennen sollen, als er mir in die Hände fiel. Aber ich habe es nicht getan. Ich weiß selbst nicht, warum. Ich würde mir lieber einen rechten Arm abhacken lassen, als ihn dir zu zeigen. Wer hat ihn geschrieben? Was steht drin? Ich muss dich warnen, Harvey. Ich will es wissen. Ja, gut. Hier ist der Brief. Aber das ist ja Dolores' Handschrift. Du hast mich dazu gezwungen, Harvey. Vergiss das nicht. Ich muss dich unbedingt sehen. Harvey fährt morgen weg und ich schicke Sally gegen 10 aus dem Haus. Ich erwarte dich, Liebling, enttäusche mich nicht. D. D. Paul? Was ist das? Was soll das bedeuten? Diesen Brief hatte Willi Lorber bei sich. Er hat ihn nach seiner Verhaftung Blackthorn übergeben. Der wollte ihn aber nicht als Beweismittel vorlegen, bevor er mit mir gesprochen hatte. Lorber hatte keine Chance mehr, hatte ja gestanden. Aber Blackthorn war natürlich klar, wem dieser Brief etwas ausmachen würde. Uns. Du meinst doch nicht, dass ich das glauben kann. Dolores und dieser... Oh Gott. Ja? Ja, verstanden. Danke. Das war mein Verbindungsmann in Peakstown. Es ist etwas passiert. Mit Lorber? Ja, mit Lorber, aber nicht, was du denkst.
Sie hatten beschlossen, ihn zu seiner eigenen Sicherheit von Peakstown nach Ossining zu verlegen. Heute Nachmittag haben Sie ihn weggebracht und dabei ist es ihm gelungen, seine Bewacher zusammenzuschlagen und zu entkommen. Was? Ja. Lauber ist geflohen. Setzen Sie sich doch. Nun, Mr. Lotz, was ist? Ich habe getan, was Sie wollten, Mr. Leonard. War nicht einfach. Hat mich ein bisschen was gekostet. Ja, haben Sie was erfahren? Alles. Konnte gar nicht schiefgehen. Dieser Lorb ist doch ein Trottel. Ja. Kumpel von mir, oben in East Harlem, der hat mir einen Tipp gegeben. Ein paar Jungs aus dem Viertel, wissen Sie, so eine Art Gang, die schnüffeln eine Menge rum dort, wo sie die alten Häuser abreißen und neue bauen wollen. Ja. Die haben diesen blonden Kerl entdeckt, wie er in einem Keller gepennt hat. Kann schon sein, dass sie ihn beklauen wollten. Ja. Wir haben gemeint, er wäre blau. Nur hat er nichts gehabt. Ja, was ist mit ihm geschehen? Wo ist er jetzt? Na, dazu komme ich noch, Mr. Lennon. Und mein Kumpel, der geht also hin und schaut selber nach. Der Kerl war ziemlich übel zugerichtet. Aber mein Kumpel, der sieht, was für Klamotten der anhat und denkt sich doch gleich, dass der aus dem Knast abgehauen ist. Und da fängt er an, sich still und leise in der Stadt umzuhören. Und so habe ich davon Wind gekriegt. Ja, und wo ist er jetzt? Immer sagte Mr. Lanrow. Sammy hat, also mein Freund meine ich, der hat den Kerl, wie man so sagt, in seine Obhut genommen. Sie verstehen, was ich meine? Nein. Naja, also für gewöhnlich gibt's eine Belohnung, wenn man einen flohenden Sträfling ausliefert. Ja, will er die Polizei verständigen? Hm, das nun nicht gerade. Mein Freund und die Cops, die kommen nicht so gut miteinander aus. Aber Kohle ist Kohle, Mr. Lenro. Ich verstehe. Ich werde Ihren Freund bezahlen. Und ich werde mehr zahlen als die Cops. Und wie viel, Mr. Lenro? Ja, was verlangt er? 5.000? Eher sowas wie 10. Gut. Ja, und dann bin ich auch noch da. Schließlich hat mich die Rumfragerei eine Menge Zeit gekostet, Mr. Lenro. Na schön. 3.000 für Sie und 10 für Ihren Freund. Aber da war noch etwas anderes, was ich von Ihnen wollte, Mr. Lotz. Erinnern Sie sich? Oh ja, natürlich. Mr. Lenrow, einen Revolver. Ist der richtig? Aha. So gut wie neu. In Ordnung. Ja, das macht dann noch 300er extra, Mr. Lenrow. East Harlem? Sind Sie sicher, dass Sie dahin wollen? Wäre ich sonst bei Ihnen eingestiegen? Also nicht so ungut. Sie sehen mir nur nicht danach aus, als ob Sie dahin gehören. Ich gebe Ihnen $10 extra, wenn Sie mich in Ruhe lassen. Okay, okay, Chef. Ziemlich unbewohnt hier, oder? Welche Nummer sagten Sie? 387. Sind Sie wirklich sicher, dass es hier ist, Chef? Ja. Es ist hier. Ah, okay, Mr. Lenro. Kommen Sie rein. Ja, also das ist Sammy. Jetzt? Wollen Sie was trinken? Ein Bier vielleicht? Nein, danke. Wo ist er? Oben. Mir gehört das ganze Haus. Mir gehören auch noch ein paar Häuser. Ich mache nämlich in Immobilien. Also was ist mit Mr. Lotz? Ja, er ist oben. Aber wie ich Ihnen schon gesagt habe, diese Jungs haben ihm arg zugesetzt. Ja. Er liegt im Bett. Also Mr. Lenro, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ja, ich habe das Geld. Kleine Scheine. Schön. Sehr schön. Alles klar, Mr. Lenro. Hören Sie, wollen Sie, dass wir irgendwo warten, oder? Nein, nein, lassen Sie mich allein. Das ist alles, was ich will. Klar, habe ich mir schon gedacht. Na, was meinst du, Joe? Soll ich dir einen Drink spendieren? Klingt gut, Sammy. War nett, Sie kennengelernt zu haben, Mr. Lenro.
Lorba! Ja. Wer sind Sie? Erinnerst du dich nicht an mich? Nein. Sind Sie ein Freund von Sammy? Schau mal genau hin, Willy. Sind Sie ein Freund von Sammy? Nein. Ich bin der Freund von niemandem, Willy. Sammy ist ein guter Kerl. Sammy ist mein Kumpel. Aber sicher. Sie haben eine Kanone? So ist es, Willy. Nur für dich. Ich will keine Kanone, Mister. Ich verstehe nichts von Kanonen. Und wie ist es mit Messern, Willy? Messer? Was wollen Sie damit sagen, Mister? Ich heiße Lenro. Erinnerst du dich jetzt? Lenro? Ja, Lenro. Du hast richtig gehört, Willy. Bitte. Bitte, Mr. Lenro. Hören Sie, ich wollte Ihrer Frau nichts tun. Nein, nein, bestimmt nicht. Du hast sie gern gehabt, nicht wahr, Willy? Und sie hat dich gern gehabt. Tut mir leid, was da passiert ist. Ehrlich. War es nicht so, Willy? Meine Frau hat dich gern gehabt. Ja, ja schon. Ich habe geglaubt, sie hat mich gern, Mr. Lenro. Sie hat es ja gesagt. Nur, wie ich sie besucht habe, weil sie es so haben wollte, da hat sie mich auf mal beschimpft. Alle möglichen Schimpfnamen hat sie mir gegeben. Und da bin ich wütend geworden. Ich wollte ihr nicht wehtun, aber sie hat mich so beschimpft. Sie hat dich doch Liebling genannt, nicht wahr? Das war doch kein Schimpfname, der dich wütend machen konnte. Ich habe geglaubt, sie hat mich gern. Sie war so hübsch. Er hat mir erzählt, dass sie mich gern hat. Und dann habe ich den Brief gekriegt. Hast du sie geküsst, Willy? Hast du sie in deinen Armen gehalten? Nein. Nein. Dazu habe ich nie Gelegenheit gehabt, Mr. Lenro. Ehrlich. Aber sie hat gesagt, ich sehe gut aus. Bitte. Bitte tun Sie mir nichts, Mr. Lenro. Wer dir das erzählt hat, du Schwachkopf. Dieser komische Anwalt. Der hat mir erzählt, dass sie mich gern hat, Mr. Lenro. Welcher Anwalt? Was wartest du denn da? Dieser Mr. Manson. Er hat oft mit mir geredet, hat mir oft erzählt, dass ich ihr gefalle und dass sie gern möchte, dass ich sie... Na, sie wissen schon, dass ich sie küsse und dann hat er mir diesen Brief gegeben. Du bist verrückt? Nein. Du bist verrückt? Nein, ich schwör's. Er hat mir diesen Brief gegeben, da stand drin, ich möchte dich sehen, ich hab dich gern, ich möchte, dass du herkommst, wenn mein Mann weg ist. Lügner! Gemeiner! Lügner! Du! So. Und jetzt sagst du das noch einmal. Was hat dir dieser Mr. Manson erzählt? Ich schwör's ihm. Er ist oft vorbeigekommen und hat von ihr geredet. Dass sie so nett ist und richtig auf mich steht. Dann hat er mir den Brief gegeben. Da bin ich hingegangen. Es hat bloß nicht gestimmt. Ich meine, sie wollte gar nicht, dass ich sie küsse oder so. Sie hat sich furchtbar aufgeregt. Dann angefangen zu schreien und dann habe ich ihr... Schon gut, das reicht, Willi. Es reicht. Himmels Willen, ich versuche schon den ganzen Tag, dich anzurufen. Was Wichtiges, Paul? Ja. Die Polizei hat Lorber gefasst. Sie haben einen anonymen Hinweis bekommen. Ich weiß. Du weißt es? Ich habe der Polizei den Hinweis gegeben. Was hast du? Ich habe Willy Lorber gefunden und den Cops verraten, wo sie ihn abholen können. Und ich habe noch etwas erfahren. Was? Etwas über den Brief, Paul. Den Brief, von dem Willy geglaubt hat, er sei für ihn bestimmt gewesen. Den in Wirklichkeit aber du bekommen hast. Der Brief von Dolores, der mich $80,000 gekostet hat. Moment mal. Ich hab's nicht begriffen. Jedenfalls nicht gleich. Aber dann ist mir etwas eingefallen. Ja, Paul. Mir ist eingefallen, wie das mit dir und Dolores war, bevor ich aufgetaucht bin. Du warst der arme Anwalt. Mir war das Geld schon in die Wiege gelegt worden. Dolores hat sich zwar für mich entschieden, aber dich hat sie auch nicht aufgeben wollen. So ist das doch gelaufen, stimmt's? Aber das ist lächerlich. Eine Weile ging ja alles ganz gut.
Ich war der glückliche Ehemann, auf beiden Augen blind, auf beiden Ohren taub. Ihr habt eine schöne Zeit gehabt, oder? Ja. Und dann warst du damit nicht mehr zufrieden. Du wolltest, dass Dolores mich verlässt, aber sie dachte nicht daran. Das Leben war zu angenehm für sie. Sie war bereit, sich weiterhin mit dir zu treffen, hinter meinem Rücken. Aber sie wollte sich nicht von mir scheiden lassen. Das tat weh. Nicht wahr, Paul? Das tat so weh, dass du auch ihr wehtun wolltest. Und dazu hast du dir Willy ausgesucht. Das höre ich mir nicht länger an. Du wirst es dir anhören müssen. Weil ich es mir auch angehört habe, Paul. Von Willy Lorber. Er hat Angst gekriegt und ist gesprächig geworden. Er hat mir alles erzählt, Paul. Ich habe nicht gewollt, dass es so ausgeht. Ach komm, lass das. So war mir Gott helfe, das habe ich nicht gewollt. Ich war sauer auf sie, nur sauer. Ich wollte sie ein bisschen erschrecken. Harvey, du musst mir glauben. Ich wusste nicht, was er ihr und Sally antun würde. Ich wollte ihr eine Lektion erteilen. Ich wollte nur ihre Selbstgefühl. Du hast sie dir gefügig machen wollen, nicht wahr, Paul? Aber es hat nicht funktioniert. Ja. Du hast gedacht, Willy würde sie durchprügeln, aber Willy hat sie umgebracht. Harvey. Du hast sie umgebracht. Nein, Harvey, nicht ich. Das wollte ich nicht. Ich schwöre dir. Du schwörst es? Ja. Auf deinen Knien? Ja, auf meinen Knien, Harvey. Auf meinen Knien schwöre ich es. Okay, Paul. Okay. Aber eines scheinst du vergessen zu haben. Mein Gelübde. Aber was soll das? Heute ist der 19. Paul. Der Tag der Hinrichtung. Sie hörten Das Gelübde, ein Kriminalhörspiel von Henry Sleaser in einer Funkbearbeitung von Erwin Neuner. Es sprachen Harvey Lutz Herkenrath, Paul Ulrich Pleitgen, Lotz Douglas Welbert, Willy Ben Becker, Sammy Uli Krom, Taxifahrer Gerd Samariter. Telefonstimme Karin Abicht. Schnitt Brigitta Eggert, Ton Jutta Liedemitt, Regieassistenz Gabriele Rusch, Regie Hans Rosenhauer. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1992.